Moin, der Fuchs da draußen und willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Enderal. Im letzten Part haben wir, naja, so ein bisschen unseren Fuddy kennengelernt und so, wie es unserer Familie geht, alles ein bisschen nicht so toll. Und wir haben auf jeden Fall auch erfahren, dass Fleisch richtig lecker und knusprig sein kann und sind nun auf einem Schiff nach Enderal als blinder Passagier mit unserem Kumpel. Und der fragt uns gerade, woher wir denn stammen, und deswegen öffnet sich nun der Charaktereditor und wir dürfen nun endlich unseren Charakter designen bzw. erstellen und haben letztes Mal mit dem ersten Volk angefangen. Es gibt hier in Enderal natürlich auch komplett eigenständige Völker und es ging los mit dem Halb-Eterna, was so eine Rasse aus dem sumpfigen Kontinent Myra Arterna ist. Und wir lesen nochmal wieder durch. Dem sumpfigen Kontinent Myr Arenat entstammen, zwangen sie durch einen jahrzehntelangen Krieg verursachte Zerstörung des Landes viele Aterna zur Flucht in andere Länder, wo sie unterschiedliche Schicksale erwarteten. Manche verfolgten und missachteten sie ob ihrer angeborenen Magiebegabung. Manche verehrten sie dafür. Viele Eterna verdienen sich ihr Leben als fahrende Spielmannsleute. Halb-Eterna erhalten einen Startbonus auf Elementarismus, Entropie, Mana und Verzauberung. Ist also sozusagen so ein bisschen die Magierklasse. Dann haben wir hier ein Halb-Arasela. Oh Gott, das sind alles so Namen, die ich so wunderbar aussprechen kann. Dem kargen, steppendurchzogenen Kontinent Arasel entstammend sind die Arasela von der Spaltung ihres Volks geprägt. Während die nomadischen Steppenbewohner ihre fantastischen Bräuche pflegen, beachten die Küstenbewohner dies als primitiv und ringen um die Anerkennung als vollwertiger Teil der zivilisierten Welt. Halb-Arasela starten mit einem Bonus auf schwere Rüstung, Zweihand, Lebensenergie und Handwerkskunst. Das sind also jetzt eher so die Krieger. So, Halb-Kilene. Als abgeschottetes Volk sagt man den Bewohnern des Gürtels von Kile einen eigenbrötlerischen Geist nach. Kilenen gelten als begnadete Geschäftsleute, ein Gerücht, was nicht zuletzt auf den in Kile ansässigen Zuckerinselbund, der größte Handelskompanie Wyns, zurückzuführen ist. Halbkilene starten mit einem Bonus auf Rhetorik, Tragkraft, Fingerfertigkeit und Fernkampf. Oh, Tragkraft, das wird mich noch fertig machen. Das wird mich nur fertig machen. Wenn mich kennt, ich brauche mal das unendlich große Inventar. So als Gothic-Spieler braucht man das einfach. Und dann haben wir noch den Halbquirana. Props erstmal ans Team für durchweg Klassen, die der Fuchs fast nie aussprechen kann. Quirana entstammen dem namensgebenden Wüstenkontinent, der sowohl unfruchtbar und ungastlich gilt. Gleichzeitig aber als Wiege der Wissenschaft, der Mystik und der Kunst. Während viele Fremdländer Kira für seine fortschrittliche Kultur bewundern, gelten sie, gerade auf religiösen Kontinenten wie Enderal, oft als sittenlos. Halbkyraner starten mit einem Bonus auf leichte Rüstung, Einhand, Ausdauer und Alchemie. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Spielen wir denn einfach den Quellemann hier? Ich will draufhauen. Wir wollen draufhauen. Schwere Rüstung, Zweihand, das ist immer so mein Ding. Ich muss immer mit dem Schwert draufkloppen können. Deswegen spielen wir ein Halb-Arasela. Damit geht's jetzt weiter. Zack. Wie geht das? Auswählen. Körper. Okay. Geschlecht. Ja, da gibt's hoffentlich nur zwei Varianten. Tatsächlich, wir müssen uns nicht zwischen männlich, weiblich und wer weiß was noch entscheiden. Dann sind wir ein Männchen. Voreinstellen. Wir können ja schon mal voreingestellt irgendwen wählen, der nicht komplett blöd aussieht. Da wäre das hier erstmal eine gute Wahl. Hauttönung. Oh, ein bisschen braun gebrannt. Ja, immer eher so leicht ins Orangene, würde ich sagen. Gewichtstechnisch. Ja gut, wir sind so ein Quellemann. Aber ich will nicht so ein super Muskelprotz sein. Das ist mir zu doll. Machen wir so. Ja doch, ich bin ja eher so ein dünner Typ. Machen wir mal dünn. Das passt. Nun zum Kopf. Hauttyp. Ach, jo. Weißt du, der restliche Körper sieht noch okay aus, aber ich will nicht wissen, was mit seinem Gesicht passiert ist. Er hat mal in einem Säurebad gelegen oder so. Nee, wir bleiben so ein bisschen jugendlich. Schmutz? Oh, so als Krieger so ein bisschen Schmutz sollte man schon haben. Ja. Schmutzfarbe? Ja, nur sanft. So ein Baiten. Narben. Ja gut, unser Vater, der mochte ja ganz gern Fleisch. Wir waren öfter mal jagen. Ich würde sagen, so was Kleines hier so am Auge kann ruhig mal sein. Kann ich auch drehen? Ja. Wie sieht es aus? Ja, sowas hier vielleicht auch. Was gibt's noch?
So eine kleine Narbe darf ruhig schon sein. Machen wir so. Ein Tattoo? Ja, nee, du. Vielleicht ist das ja so Brauch, ne? Mal gucken, wenn es irgendwas gibt, was. Jo, wenn es irgendwas gibt, was nicht so crazy aussieht, vielleicht. Ja, das hier würde wohl gehen. Und Tattoo-Farbe, gibt es irgendwas Rötliches? Ja, machen wir schwarz. Passt. Okay, das wäre der Kopf. Nun kommen wir zum Gesicht. Ach, hier, jetzt geht's wieder los. Da kann man ja Stunden dran verbringen an so einem Designer. Und dann sieht man sich nachher, weil ich in der First-Person-Perspektive spiele, eh nie, ne? Spitznase ist gut. Nasenhöhe. Oh, machen wir ruhig so. Nasenlänge. Nee, 3 Kilometer lang. Ist okay. Kiefernweite. Ja, ich habe nicht so den breiten Kiefer. Kiefernhöhe. So ist gut. So, ja, ein bisschen das Gesicht angucken. Wangenknochenhöhe. Kann auch noch ein bisschen runter. Wangenknochenbreite. Ja, eher so schmal. Wangenfarbe. Die kann normal bleiben. Lachfalten. Nee. Untere Wangenfarbe. Nasenfarbe. Ach, das kann man auch noch alles einfärben. Du. Kinnfarbe. Nackenfarbe. Kopffarbe. Kann alles so bleiben. Okay. Augen. Augentyp. Mal sehen. Ob es welche gibt, die irgendwie hübsch aussehen. Die sind alle nicht so wunderschön. Lassen wir die hier. Augenfarbe. Ich hätte gerne ganz normale Augen. Ohne irgendwelche crazy Scheiße. Nee. Das sieht aus. Ja, dunkle schwarze Augen. Das passt. Augenhöhe. Das kann so bleiben. Augenbreite. Jo, hier den bekloppten Modus. Lass mal ruhig mittig. Augentiefe. Ist okay. Lidschatten? Ja, hier ein bisschen Gothic-Style. Nee, lassen. Ah, wobei, es macht die Augen ein bisschen hübscher. Lassen wir lieber so. Okay, ist okay. Augenbrauen. Auch noch das Brauentyp. Ja, lass mal Standard. Also Augenbrauen, ganz ehrlich, das passt. Mund. Höchstens noch die Art. So, Haare, das ist noch wichtig. Ach, du Scheiße. Mal gucken, was so gibt. Wir fangen vorne an und gehen einfach mal durch. Glatze muss nicht. Tatsächlich nicht. Das wäre okay. Oh, das wäre sogar noch cooler mit so einem. Das sieht doch schon ganz stylisch aus hier. Jo, guck mal, mit so einem Zopf da so ein bisschen, ne? Wieso nicht? Was haben wir noch so? Mal gucken. Uiuiui. Nee, das ist alles ein bisschen arg feminin für unseren Quellemann, ne? Jo. Ja, nee, wir nehmen das mit dem Zopf da, das war gut. So, Bart. Braucht Mr. Quellemann einen Bart? Ein bisschen vielleicht, ne? Mal gucken, was es so gibt. Oi, nee. Rauschebart. Das sieht doch tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Haarfarbe. Ja, kann man so lassen. Ich würde sagen, ist gut, ne? Ist gut. Abschließen und Charakter benennen. Jo. Wir heißen Nia. Enter. Arasial. Richtig, wie konnte ich das vergessen? Ja, das frage ich dich. Sie war eine der wenigen Dünenländerinnen, die jemals Fuß auf ein Schiff gesetzt hatten. Ja. Naja, ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache. Moment, hörst du das? Nee. Verflixt noch eins, da ist wer. Die Männer von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Oh, wo hab ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus! Ja, Lampe. Und jetzt bloß leise bleiben. Okay. Na bitte, hinein in die gute Stube.
Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartüren. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Weiß der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, mich unten, alles klar? Oh. Scheiße. Und du? Oh, scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen. Los! Okay. Gestartet ein neues Leben. Da ist wer. Wo ist der Alte? Gib ihm einen verdammten Haken. Ja, ich arbeite dran. Los, reich ihn aus. Das wirst du bereuen. Ich würde sagen, wir haben ihn einfach kaputt geprügelt. Das ging schon. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war gar nicht geplant. Nein. Nicht. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Töten wir sie, das ist sicherer. Nee, vielleicht sollten wir uns einfach stellen. Fesseln und knebeln wir sie. Sobald wir anlegen, schleichen wir uns heraus. Na, gute Idee. Die werden natürlich nicht fehlen, die Jungs. Und vor allen Dingen, wenn die Kapitänin gesagt hat, ich will das mal sehen, fällt das überhaupt nicht aus. Ja, ja, das macht Sinn, natürlich. Der eine hat doch gesagt, dass es nur noch ein paar Meilen bis nach Enderal sind. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Und ich dachte, wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Okay, ein Seil finden. Erstmal durchsuchen. Kann man sich täuschen. Ja, läuft nicht alles gut. Ne, durchsuchen wir erstmal Rick. Rick hat Klamotten. Ist so nett. Mitnehmen. Du brauchst sie nicht mehr, Rick. Oh, noch mehr Klamotten. Auch das müssen wir mitnehmen. Durchsuche Sack leer. Jetzt suchen wir erstmal ein Seil. Interagiere mit Seil. Ich sehe zwar das Seil nicht, aber... Zum... Wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch, aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Ihr, lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte! Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Es tut mir leid, Sirius. Jo, oh. Was? Oh nein, nein, was tut ihr da? Das frage ich mich auch. Ah, das hat bestimmt gesessen. Prolog, ein neues Leben. Sebald euch zufällig entdeckt haben. Ja. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt. Und als ihr sie fesseln wolltet, ist plötzlich eine verschleierte Frau aufgetaucht und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Richtig? Ja. Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Medan. Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Der Krieg, es... Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet wie die Fleischmaden und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein,
Ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären. Und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Rugar. Aber Herrin, Sie... Tu es. Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerim bleiben sollen. Uh-oh. Was? Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oh doch, das kann ich. Nein, bitte. Das war unser Kumpel. Ja, sieh mal einer an, da ist jemand aufgewacht. Hi. Fesselt ihn und dann schickt sie zu den Fischen und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Viel Spaß in eurem neuen Leben. Au! Ich hoffe, ich habe nur einen draufgekriegt. Ich hoffe nicht, dass ich auch mit dem Messer erdolcht worden bin, sonst war das ein kurzes Spiel. Okay. Atme. Okay. Was bedeutet schon Zeit? Das ist etwas, was verbindet. Verdammter Scheiß. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Sie machen sich selbst zu Marionetten. Aber was ist denn schon? Wer ist Sie könnten doch so viel ändern, wenn Sie es nicht wollen. Das ist doch nicht wahr! Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Wir werden es versuchen. Erstmal müssen wir überleben. Das scheint schon mal zu klappen. Oh, wo sind wir jetzt? Was? Wo bin ich? Das frage ich mich auch gerade. Verlasst die Zwischenwelt, indem ihr mit Z meditiert. Wir sind in der Zwischenwelt. Ich vermute... Ah ja, Infiltrator, Kehlenschnitt. Hier können wir wohl nachher dann drinne unsere Skillpunkte verteilen. Hüter, Pfeilwall, Vandale, Barbar. Okay, das ist ja cool. Das ist ja witzig. Sieht hübsch aus hier. Auch die Skybox ist voll cool. Ja, ich verlasse. Wir verlassen jetzt die Zwischenwelt, indem wir meditieren. Abends und nachts könnt ihr in Tavernen Glücksspiel. Ich brauche das gar nicht lesen. Es lädt einfach viel zu schnell. Oh. Wir scheinen es wirklich überlebt zu haben. Es war knapp. Oh. Ihr fühlt euch benommen. Gestartet, es beginnt mit den Träumen. Einen Weg ins Landesinnere finden. Willkommen in Enderal, meine Freunde. Wir sind tatsächlich heil angekommen. Na dann mal los. So, nun mal schauen. Ich werde, glaube ich, für den nächsten Part noch ein bisschen die Roundabout drumherum Lautstärke etwas abändern. Und damit die Stimmen noch ein bisschen besser sind. Aber man hat ja auch Untertitel, also insofern sollte es eigentlich ganz gut gehen. Aber schreibt mir bitte trotzdem noch mal in die Kommentare, ob es jetzt soweit passt oder nicht. Was haben wir denn hier? Leere Weinflasche. Mit dir können wir nichts mehr anfangen. Aber hier haben wir eine Kiste. Oh, doch nicht. Oh, was ist das? Ein Messer. Wert 1. Ich nehme es erstmal mit. Da. Genesungstrank. Ranzig. Rolle der Wohltat. Einfach. Einzelteile. Kohle. Es gibt Kohle, also wenn wir ein Barbecue machen wollen, sind wir schon mal gut ausgerüstet. Groschenbeutel. 8 wurden im Inventar hinzugefügt. 8 Groschen. Eine Waffe oder so wäre ganz toll, muss ich gestehen. Liegt hier nicht irgendwas rum? Ein Schwert oder so? Ein Dolch? Irgendwas? Ich möchte nicht so ganz ohne alles los ins Landesinnere tapsen. Wir haben nämlich momentan nur unsere Fäuste. Inventar, okay, das läuft wie... Oh, aber es ist die Sky UI, das erkenne ich sofort. Zerschlissene Kleidung, okay. Erstmal wieder wegstecken und weiter umsehen. Bevor wir ins Landesinnere gehen, erstmal gucken, ne? In aller Ruhe umschauen. Was ist hier? Ein Stein... Lest euer Tagebuch mit J und öffnet euer Statusmenü mit H. Also mit J öffnen wir das Tagebuch. Es beginnt mit den Träumen. Einen Weg ins Landesinnere finden. Okay, und mit N oder H können wir den Status... Oh. Das ist komplett neu.
Das wird ja richtig komplex. Ist ja Wahnsinn. Okay. Na gut. So, ihr Lieben, ihr habt den Horn krähen gehört. Du, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen noch an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gern unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.